Willkommen zurück zu Killer is Dead. Wir sind gerade am Anfang der 11. Episode. Sie, die in Träumen lebt, Kunde Mika Takikawa. Und die kennen wir schon. Das ist Mika mit den Mika-Karten. Unsere beste Freundin sozusagen. Also, was hat sie mit Träumen zu tun? Sehr eigenartig. Information zum Zielobjekt. Name, Dolly, Geschlecht weiblich. 1,65 Meter, Alt unbekannt und Herkunft auch unbekannt. Okay, dann starten wir frisch, fromm und fröhlich in die Episode 11. Kurz vor die Finale mit Episode 12, wo wir uns dann endgültig mal David den Mondkönig gegenübertreten wahrscheinlich. Das wird der finale Bosskampf. Also, was wird jetzt kurz vor Ende noch passieren? Bin mal sehr gespannt. Vor allem Dolly? Wie geil wird Dolly sein? Na, gucken wir mal nach. Let's go! Mika? Brian は敵よ。処刑しなさい。どうしたの？何でもないです。でもあなたが叫んで目覚めるの、今夜で一週間連続よ。はい。悪夢を処刑してほしいのです。処刑対象が夢だなんて雲をつかむような話よ。しかし君、可愛い顔して私を殺そうとするとはね。違います。そんなことした記憶はないです。つうかあたち寝てましたし、それにやったのはあの女です。あの黒いおぞましい女。そいつの特徴を教えてくれないか。社長、その女、僕の悪夢にも出てきます。全く知らない女です。絶対そいつのせいなのだ。処刑するのだ。しかし夢か。社長、まさか。我がブライアン処刑事務所に不可能はないのだよ。エリア151で極秘開発された特別な睡眠薬だ。それはまだ試験中のものです。人体にどういう影響を及ぼすか。そうか、じゃあやめとくかな。社長、それ僕も
我が優秀な職員たちはこう言ってるが、ビビアン、どうしよう。好きにして。ほら死んだ。気を失っただけだ。Ich habe gerade ein Déjà-vu. Das war doch da, wo das erste Kapitel war, oder? Oder besser gesagt, der Prolog, wo die Steuerung ein bisschen erklärt wurde. Ist irgendwas versteckt? Nö. Hier fing alles an, genau. Können wir laufen irgendwie? Das ist ja super hier. Ah, jetzt geht's wunderbar. Gott, wie er schifft. Ei, man sieht doch was gar nichts. Oh Gott. Was war das denn? Sind ja gerade in Mikras Träumen, da kann alle Hand passieren. Huch. Was leuchtet denn da so? Das ist ja creepy. Moment, ist das nicht. So ein bisschen zoomen. Das müsste der Typ sein, der das Mädel gerade entführt hat. Besser gesagt, Mika wahrscheinlich. Ist das der? Ich glaub schon. Okay. Was ist hier los? ずっと見ていたよ。お前が闇に落ちていく姿を。先輩、私全部思い出したです。ごめんなさい。私実は。デイビッド。早くこっちへ来い。記憶が消えることはないの。真相に隠されているだけ。機械はデータを消せるけど、あなたは人間だから消せないの。記憶がどうして隠されるか知ってる？辛いことをいつまでも覚えていると心が闇に侵されるから。
だから思い出せないことは無理に思い出さない方がいいの。苦しいでしょう。嘘の記憶だ。俺は子供の頃のムーンリバーなど知らない。そう、これはあなたの汚れた血が作り出した世界。人の記憶ほど脆くて影響を受けやすいものはないのよ。人の頭で遊ぶな。Das ist mal wieder nur ein Bosskampf. Ich denke, es wird kein leichter Bosskampf. Gott, Gott, Gott. So, wahnsinnig krasse Szenen, was wir gerade gesehen haben. Bezüglich Davids und Dolly. Ich habe mal während der Cutscene ein bisschen nachgegoogelt, wer jetzt zum Geier Dolly ist. Ach, komm doch mal hin! Was ist das? Das sieht schmerzhaft aus. Also Dolly, diese Lady, ist die so eine Art Assistentin von David, ob ihr? Das tut doch weh. Und kann Träume manipulieren, was schon ein bisschen leicht creepy ist. Ich muss schon sagen, das Ganze mit der Schlafdroge, mit den ganzen Träumen, jemanden töten, erinnert mich doch verdammt an meine Lieblingsfilme von früher, an Nightmare on Elm Street. Finde ich doch ziemlich geil gerade. Auch wenn das Resultat ziemlich verstörend ist. Also wir sind jetzt schon in den Träumen noch. Ja, das heißt schon, dass das Grundfinale nicht mehr so weit weg ist. Ich bin auch so dumm, ich kann doch ballern. Geht das gleich ein bisschen flotter? Bisschen abwehren. Das kann man schlecht abwehren. Ich denke, ich brauche dem nichts gut, denn es wird nicht die erste Form sein, beziehungsweise die Final Form. Deshalb lieber mal ein bisschen rumschnitzeln. Blut kann Leben retten. Auch hier nicht Real Life. Vorsichtig. Eieiei, das sieht doch schmerzhaft aus. Komm schon. Da gehe ich lieber mal abwehren. Macht ihr was? Kann das irgendwie zerstören, das Schild hier? Geht das? Ach so, geht das, okay, aber da braucht er auch ein bisschen Blut. Das wollen wir nicht, wir wollen Blut sparen. Gott, was für eine eigenartige Form. Aber warum wollte es hier Mika davon überzeugen, dass Brian der Böse ist? Ich habe auch nicht ganz gecheckt. Ich glaube, ich werde einiges nicht so ganz checken, wenn nichts. Abwehren. So, die Wahrscheinlichkeit alles jetzt relativ am. Vorsichtig. Unabwehrbar. Unabwehrbar ist immer gut. Ich denke, das meiste wird dann alles im Finale klären. So, jetzt habe ich die bald. Schnucki. Okay, was heißt bald? Zeitlich 5 Minuten, gut.
Geht noch. Aufladen. Jetzt komm her. Ich will noch ein bisschen Blut für mein derzeitiges Maximum. Ich bin aber blutlevelmäßig schon relativ gut dabei, muss ich sagen. Maximum wäre hier 100 und ich bin irgendwas mit über 50. Also gar nicht mehr so schlecht. So, aber trotzdem bist du gar nicht mal so leicht zu besiegen, muss ich sagen. Weil besser gesagt, das zieht sich verdammt mit dir. Oh Gott, voll dick. Lieber mal so rumlaufen. Keine Lightshow, so. Jetzt habe ich die Kamera. Komm her, komm her, komm her. Au. Nein, nein, nein. Oh. Gut, ein bisschen aufladen. Die Taktik ein bisschen ändern. Ich muss sagen, die Taktik, die bewährt sich schon ganz gut. Wo ist der Strahl? Da ist der Strahl. Da ist so viel Zeug auf dem Bildschirm. Alles so viel rosa und pink und rot. So, bald habe ich dich. Hat jetzt den Körper einen eigenen Käfig gebaut? Müssen wir mal angucken. Gott, ist das strange. Vorsichtig. Nein, nicht campen hier. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt brauche ich ein bisschen. Ich denke, die zweite Fall wird relativ schwierig sein. Habe ich ganz dunkle Murin. All diese Schilde hasse. Und diese Laser-Lightshow. Wie auf der billigsten Baumparty. Ist auch mal so eine Lightshow, um es ein bisschen pompöser zu gestalten. Das war nicht ganz so mein Style. So. Ach, diese verdammte. Komm schon, geh doch mal down. So, jetzt aber. Abwehren. So. Bisschen aufladen. Ausweichen. Abzeit gucken. 3 Minuten. Also die erste Form geht ja relativ easy, muss ich sagen. Dauert ein bisschen, aber die Strategie ist nicht gerade so schwierig. Um sie zu plätten, ich will jetzt nicht so viel Blut verschwenden mit Rumballern. Deshalb die gute alte Schwerttechnik. Ich denke, sie wird vielleicht auch eine dritte Form haben. Ja, auch denkbar. Also lieber mal auf Nummer sicher gehen, ein bisschen Blut sparen. Komm schon. Erstmal treffen. Erstmal hingehen. Wow. Laserlightshow. Aua. Schön in die Mitte gehen. Schön in die Mitte. So. Okay, was soll's? Moment. Die Laser ausbilden. So. Und right in your face. Wo bist du? Da bist du. Und Finisher. Okay, ab in die zweite Runde. Läuft ganz gut bisher. Wo bist du? Ah, da oben irgendwo. Aber zum Glück habe ich Blut. Okay, ich hoffe, ich kann ein bisschen Schaden machen. Ah, ich muss die Schilde zerstören. Ah. Ah, die springt von Schild zu Schild. Ist ja süß. Easy. Easy peasy mit dir. So wird's, ich brauche eine gute Strategie. Ich brauche nur ein bisschen. Ich mach nicht mal Schaden, ich bin auch so intelligent. Alles. Au!
Da will man fragen, alles klar bei dir, und dann macht sie so ein Bitch. Was soll das denn? Und die Zeit wird sagen, dass das schon zu Ende ist. Okay. Dann würde ich mal sagen, war es für diesen Part von Let's Play Killer is Dead. Wie es weitergeht in diesem spannenden Kampf auf Leben und Tod mit Dolly Buster. Wer weiß, wie sie noch heißt. Das sehen wir dann im nächsten Part. Und ich denke, da wird sich auch ein bisschen mehr aufklären, warum sie ausgerechnet in Mika die Träume und sich gemacht. Und vielleicht sehen wir auch ein bisschen mehr von David. Wäre auch sehr interessant zu sehen, wie das Ganze mit ihm weitergeht. Oder besser gesagt, wie die ganze Story ausgeht. Ich bin da noch total für, ich habe 1000 Fragezeichen über meinen kleinen Schädel. Über diese relativ konfuse Story. Aber okay, ich denke, das werden wir dann unter anderem auch im nächsten Part sehen. Also danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Killer is Dead. Ciao.